Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von der Let's Play Fizzbee, nee, ohne Fizzbees, Antipizza Champions League, zum immer die lieben Silence. Wir haben letztes Mal den Ofen hier, den Cobble Generator soweit fertig gemacht. Der funktioniert in der Theorie auch, in der Praxis ist er, glaube ich, einfach nur nicht schnell genug. Weil wenn man hier guckt, der Generator sammelt halt noch was an, aber soll mir auch egal sein. Ja, ist halt so, ich könnte mal ausprobieren, den oben drauf zu packen. Das wäre sogar eine Idee. Aber wenn ich den oben drauf packen kann und der nach oben hin einen Output hat, kann ich mir das ganze Zeug sparen. Ja, der hat einen Output. Passt. Und dann gibt er quasi direkt immer Cobblestone ganz normal wieder ab. Gut, dann haben wir das schon mal weg. Wir haben ebenfalls auch letztes Mal die Grasblöcke angefangen herzustellen. Ist eigentlich ganz wichtig, denn wir brauchen halt Tiere. Dementsprechend bin ich noch am Überlegen, wie wir das Ganze machen, ob wir die einzäunen oder so. Ich weiß es nicht, aber wir brauchen auf jeden Fall ein paar Tiere. Aber wir brauchen jetzt auch noch Fertilizer. Für Fertilizer, wie viel brauchen wir? 4 Stück. Für 8 Fertilizer brauchen wir einmal Potassiumchloride, Diammoniumphosphorate und Urea. Haben eigentlich alles dafür da. Ich möchte gerne eigentlich gleich ein bisschen mehr machen. 8 Stück, dann haben wir ein Stack. Denn damit kann man quasi Bone Meal simulieren. So, hierfür brauchen wir NH4, H und PO4. Das heißt, wir brauchen ein bisschen was hiervon, ein bisschen was hiervon. Nitrogen war das noch. Wo kriegt man das eigentlich am einfachsten her? Ja gut. Haben wir vielleicht irgendwas, was Kaffeine würde das beinhalten? Wir könnten uns Cocoa Beans machen. Weil über Cocoa Beans könnten wir quasi dauerhaft Kaffein kriegen und darüber Nitrogen. Weil ansonsten haben wir, glaube ich, gar kein Nitrogen. Okay, dann machen wir es doch nur einmal, so viel wie wir gerade... Ja, wobei, wir müssen danach gelbe Blumen haben. Nee, wir müssen das eigentlich gleich ein paar Mal öfters machen. Okay, dann machen wir es 8-mal. Also, Carbon, Oxygen, NH2. Das heißt, NH2, das Amide. Dann brauchen wir... ach, hier ist das genau. NH2, NH4 gibt es nämlich auch noch. Dann brauchen wir Oxygen und noch ein bisschen Carbon haben wir auch noch. Und daraus kriegen wir jetzt 4-mal Urea. CO3 brauche ich gerade nicht. Warum nur 4-mal? Ich brauche 2 davon. Okay, dann müssen wir jetzt wirklich mal eben gucken... Haben wir Niter zufällig? Nein. Wo kriegen wir Nitrat sonst so her? Pilze haben wir auch gerade nicht. Hallo? So. Dann Amide. Ja, gut, würden wir halt auch Urea kriegen. Das müssen wir halt herstellen gerade. Ammonium, genau das gleiche. Das würden wir aus Kakteen kriegen. Die haben wir auch noch nicht. Und ich habe irgendwie das Mikro gerade ein bisschen doof sitzen. Egal. Warum kriege ich den ganzen Scheiß ins Inventar rein? Dann Potassium wäre ein Clownsfisch. Ja, danke für nichts. Da Kokaina können wir auch nicht herstellen. Penicillin können wir nicht herstellen. Ja, Caffein oder Protein. Ich glaube, ich nehme einfach Protein. Ja, komm. Das Mikro geht, glaube ich, immer weiter runter. Hm, komisch. Muss ich gleich mal nach der Folge gucken. Ich habe das Gefühl, das rutscht gerade immer weiter runter. Aber okay, das heißt, wir brauchen jetzt noch NH2 noch weitere 8-mal. Zack. Das heißt, dann haben wir jetzt diese 8 Amide und das zusammen mit Kohlenstoff und
Oxygen ergibt denn das, was wir brauchen. So, ja, du bist wieder falsch. Dann, was haben wir noch? Wir brauchen dann jetzt noch das Zeug. Dafür brauchen wir Ammonium. NH4 ist das. Das brauchen wir auch zweimal. Das heißt, wir brauchen noch mehr Nitrogen. Shit. Okay, ich muss mir definitiv irgendwie mal was überlegen, wie ich Nitrogen besser bekomme. Weil wir müssen hier jetzt halt wieder 16 Stück. Na, 16. Und ein bisschen sehr viel Hydrogen. Einen ganzen Stack, um genau zu sein. Dann haben wir schon mal das Ammonium. Hier muss ich nochmal ein bisschen Hydrogen nachlegen. Dann Hydrogen und P. Na? PO4. Das heißt, wir brauchen noch 8 Phosphorus. Kriegen wir hin. Und das macht man so. Zack. Ja, ein bisschen Strom kriegen wir noch. Ist aber echt vergleichsweise wenig, was wir momentan noch an Strom kriegen. Dann einmal das und das. So. 8 Stück. Und damit können wir jetzt ordentlich Fertilizer machen. Zack. Heißt, nächste Quest haben wir fertig. Wir müssen jetzt... Jetzt mal ernsthaft, das Mikro geht doch immer weiter runter, oder bin ich blind? Blind und blöd. Keine Ahnung, kann auch sein, dass ich mir das gerade nur einbilde. Hier kriegen wir nochmal wieder 2 Sharpening Kits. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und wir brauchen jetzt halt 2 Dandelion. Oder Blumen halt. Wir haben 12 Stück. Dann machen wir auch gleich eine Fläche von 12 Stück fertig. Ich frage mich gerade, warum die so komisch hergleiten. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Sinnvoller wäre natürlich, wenn wir noch ein bisschen mehr Dirt machen, aber es muss jetzt erstmal so gehen. In der Theorie. In der Praxis müssen wir dann natürlich mal gucken, ob wir jetzt... Da haben wir 2 gelbe Blümchen. Das heißt, das hat schon mal gereicht. Und ich bin nicht blöd, das Mikro rutscht weiter runter. Mit den gelben Blumen brauchen wir jetzt Purple Antimatter. Dafür brauchen wir Iodine und das kriegen wir aus gelben Farbstoff her. Und den können wir nicht wirklich effizient bekommen. Ne, Limestone können wir nicht machen, das heißt, können wir nur hier drüber machen. Das können wir jetzt zerlegen, dann können wir das Lead-Iode zerlegen. Und da haben wir Lead und Iodine raus. Also daran sieht man schon, man muss auf Dauer wirklich viel mit den Pflanzen machen. Und ich habe keine Ahnung, wenn ich jetzt lauter oder leiser werde, tut es mir leid, ich kann da gerade nichts dran ändern. Wie gesagt, das Mikro rutscht, glaube ich, gerade runter. Und wenn ich jetzt das Mikro hin und her schieben würde, würdet ihr, ja, ich sag mal Ohrenkrebs kriegen. Ganz banal ausgedrückt. Dann haben wir Cooked Bacon, brauche ich gerade nicht. Kann hier unten mit rein. Dann gelben Antimatter brauchen wir Sulfur für. 8 Stück. Und gleich brauchen wir noch eine andere Sache. Und ich bilde mir das nicht ein, das Mikro geht immer weiter runter. Ahem. Okay. Dann... Ja, ich mache mal einen ganz kurzen Cut. Bis gleich. Keine Ahnung, warum das Mikro jetzt eben immer wieder runtergegangen ist. Ich habe das Gefühl, es geht schon wieder runter. Ja gut, muss ich gleich mal gucken, ansonsten muss ich mal richtig das fixen. Wir sollen jetzt aber noch Polished Granit machen. Beziehungsweise hier können wir nochmal ein paar Loot Crates holen, die uns nicht wirklich was Interessantes bringen. Jedenfalls nichts, was wir bis jetzt brauchen. Sagen wir es mal so rum. Oxygen kann raus, das kann nämlich hier mit rein. Haben wir hier noch einmal Magnesium irgendwas. Und wir brauchen jetzt Polished Granit. Dafür brauchen wir normalen Granit. Und normalen Granit ist einfach Silicon Dioxide. Nee, ich brauche nur einen Stack davon. Und zwar da, genau. Ich gehe mal davon aus, dass Vanadium kriegen wir aus den lilanen Dingern raus. Ja. Okay, 32 Stück.
Das heißt, wir müssen mehrmals das machen. Yep. Das heißt, wir können jetzt einmal so und einmal hier nochmal Purple. Also auf jeden Fall, solange wir Antimatter haben, können wir theoretisch die Ione Plus machen mit. Zumindest die Ione halt. Ah, toll. Also wir haben jetzt 8 investiert und sind jetzt bei 52. Ist ein gutes Plus, würde ich mal sagen. Also Tanzen kriegen wir halt auch gut dabei rum. Also von daher passt's, würde ich sagen. Gut, dann haben wir das. Dann brauchen wir das Granit. Beziehungsweise Yellow Antimatter müssen wir wahrscheinlich auch zerlegen. Für Chromium, genau. Aber ich brauche Brennstoff. Habe ich noch irgendwo Kohle, die ich verbrennen könnte? Ja. So. Also, ich brauche den Strom halt. Das ist das Problem dabei. Aber gut, dass ich noch ein bisschen was farmen war. Ich glaube, ich muss offscreen wieder was farmen. Schlimm sowas. Aber wir sind schon bald durch, wenn wir jetzt den Cobble Generator haben. Warum auch immer wieder nach dann Kartoffeln erst kriegen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir sehr viel Weizen zerlegen dafür. Denn wir brauchen das Starch ohne Ende. Ja, mal gucken. Na, hiermit kann ich jetzt davon wieder welche machen. Und wie gesagt, solange man genug Zeug davon hat, genug von dem White Antimatter, passiert eigentlich nichts. Und White Antimatter kriegt man ja aus den Lootboxen raus. Also von daher ist es eigentlich in Ordnung. Ist zwar ein bisschen nervig, sage ich jetzt mal, weil man muss halt irgendwann eine Mob-Farm machen für die Lootboxen. Allein, wenn man da halt auch sehr, sehr viele Elemente rausbekommt. Aber wirklich einen richtigen Nutzen hat man davon nicht, jetzt eine große Mob-Farm zu machen. Weil, ja, außer halt so ein paar Elemente mehr oder weniger. Aber sonst hat man nicht wirklich Nutzen daraus. Ein Iron Furnace? Was kann der denn? Okay, der ist anscheinend irgendwie besser oder so. Keine Ahnung. Rezepte kann ich mir nicht anzeigen lassen. Passt schon irgendwie. Wir sollen jetzt Beryl machen. Warte mal, wir brauchen 8 Emeralds. Ah, okay, deswegen sind das so exakte Zahlen. Mit denen und 64 Chromium. Das kommt erst nochmal weg. Das kommt weg. Jetzt können wir das nochmal zerlegen. Was brauche ich daraus? Beryl, genau. Und Beryl ist jede Menge Kleinkram. Und zwar Beryllium, Aluminium, Silikon und Oxygen. Okay, also Beryllium haben wir. Aluminium und Oxygen kriegen wir hierbei raus. Was war das noch, was es braucht? Mach es mal so. Beryllium, Aluminium, Silikon, Oxygen. Okay, Silikon kriegen wir hier jetzt theoretisch dann auch bei raus und davon brauchten wir 64 Stück. Okay, das kann vielleicht ein bisschen länger dauern. Ach du Scheiße. Das heißt, wir brauchen 2 Stacks Aluminium, 6 Stacks Silikon. Davon haben wir noch was. Wir haben hier noch ein bisschen Aluminium. Das beides lege ich mal kurz hier hin. Das beides, das ist ja schon fertig. Ja, 1,5 Stacks Aluminium. Habe ich hier nicht noch irgendwo Aluminium? Genau. Kaolinit mache ich ganz sicher nicht klein. Wasser auch nicht. Na gut, wirklich viel habe ich dann jetzt aber auch nicht. Das heißt, ich brauche noch einen ganzen Haufen mehr von dem Zeug. Shit. Wie schnell einfach die Energie runtergeht. Schlimm sowas. Jetzt die Frage, kriege ich Beryllium noch irgendwo her? Ja gut, aus Emeralds halt, aber ja. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Alternative, um es mal so auszudrücken. Und das Mikro geht schon wieder runter.
Meine Güte. Ja, doch. Ein paar Minuten habe ich noch. Glaube ich. Ansonsten wird das jetzt eine bisschen längere Folge heute. Aluminiumdioxid raus. Na gut, Aluminiumdioxid habe ich jetzt bald genug. Aber ich will das noch fertig machen. Wie viel Beryllium? Ich brauche 3 Stacks Beryllium. Nee, ich glaube, ich werde das offscreen fertig machen und vorbereiten. Weil das ist doch ein bisschen sehr viel, was wir hier brauchen. Also, allein brauchen wir 18 Stacks Oxygen. Das ist doch nicht normal. 6 Stacks Silikon. Ich habe 1,5. Ja, ich werde das Offscreen soweit fertig machen. Dann würde ich sagen, entweder ist jetzt eine passende Folge oder eine bisschen kürzere oder längere Folge. Ich weiß nicht ganz genau. Vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.